So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die zusammen mit dem Sammy natürlich. Und Zorg natürlich auch. Genau, in der Alpha 15. Und wir haben unser erstes Zuhause gefunden. Ja, das wird irgendwie unser Sommerdomizil, Winterdomizil, mal sehen. Unser Ja, auf jeden Fall, Urlaubshäuschen. genau, auf jeden Fall unser erstes Häuschen. Das ist schon gar nicht mal so ganz doof. Wir werden da sicherlich auch was Neues bauen. Oder anbauen. Was? Muss repariert werden? Scrapt ihn, macht dir eine neue. Wenn es deine Stone Axe ist. Ja. Scrappen Meine und dann eine neue Stone bauen. Axt. Das ist das Beste. Zerlegen. Bau Hast dir du eine es auf neue. Deutsch? Ja. Echt? Okay. Das kann schwierig werden, wenn wir irgendwas suchen, ne? Wenn wir was suchen. Ja, du kennst die ganzen Begriffe. Ich kenne die jetzt auf Englisch. Ich weiß ja, wie sie das auf Deutsch übersetzt haben. Ja gut, okay, klar. Ja, das ist natürlich jetzt so. Was fehlt mir denn? Mir fehlen Steine. Ich wusste das doch. Warte mal. Das kriegen wir hin. Lass mir einen Stein da. Gib mir einen Stein. Du gibst mir keinen Stein. Nimm mir das dann. Sammeln wir die Kleinen hier. So. Oh Machen wir nee, das auf. Telefon. Okay, hat sich erledigt. So, dann baue ich mal ein paar Kisten, ne? Ist eine Idee. So, pass mal auf. Wenn man Chest kann ich da glaube ich am besten eingeben. Keine Ahnung, drei Stück mal. Aber wir müssen diesmal in dieser Staffel ein bisschen Ordnung halten, glaube ich. Wir versuchen es mal. Sonst finden wir wieder nie was. Na, wir geben uns mal die Mühe. Und wir sollten auf jeden Fall uns einen Schlafsack machen. Ach, stimmt ja, Menschen, Schlafsack bauen. Gottes Willen. Schlafsack, wie war denn das doch gleich? Wie heißt denn das Teil? Gebäude. Nein, Auf nein, Englisch nein. Bedroll. Ich weiß nicht, Ja. ob sie es Schlafsack genannt haben. Muss ich mal schauen. Das ist nämlich das, was ich gemeint habe, dass wir da vielleicht Probleme kriegen. So, ich müll Genau. mich jetzt erstmal unten rein. Ne, die bleiben da. Wo finden Sie sowas? Rohstoffe. Was brauche ich denn dafür? Nur Fiber. Ja, du genau, geh mal auf Plant Fibers und mach da Bedroll. hier, genau. Bedroll kann ich trotzdem eingeben. Okay. Das geht auch. Geht auch. So, fertigen. Schlafsack wird gefertigt, das ist gut. Das ist gut. So, was haben wir noch? Was kann ich noch bauen? Tum, tum, tum. Sehr schön. So. Zack, Zack. raus hier. Ich Zack. habe mich unten mal reingemüllt in die unterste Kiste, wo oben steht. Und dann tun wir hier noch ein bisschen. Ach ja, natürlich. Ich höre schon, Was denn? dass du versucht hast. Also warst du nicht an der Kiste? Nee, ich war oben an der Tür, die Tür ging nie auf. Achso. Ja, weil ich habe hier vergessen, die Kisten wieder aufzumachen, weißt du? Ist ja dasselbe Geräusch. Ach ja, stimmt. So, pass mal auf. Ich habe jetzt einen Schlafsack, den müsste ich mir auch mal platzieren. Das Wo ist ist ein denn Plan. der? Ja, ist eine Maßnahme, ne? Würde ich auch sagen. Ja, so. So, und Schlafsack. was wir noch ansprechen können, wir werden in dieser Staffel, ich denke, fast jede Nacht mit aufnehmen. Das gehört irgendwie dazu. Und wir müssen ja nachts auch was machen. Wenn wir graben oder Werkzeug craften und wieder scrappen. Wir haben ja da auch was zu tun. Und dann hört er uns ein Blödsinn zu, wo wir da reden können. Oder reden tun. Genau. Wir reden ja viel Blödsinn. So, Da von sind wir daher, Profis. da sind wir echt gut drin. So, Oh. was fehlt uns eigentlich noch? Ach genau, wir wollen ja hier abbauen, die Großen. So ein Holzknüppel muss ich noch bauen. Ach so, ja, die, ja. So. Oh, nicht mich erschlagen. Hups. Hallo. Und So, dann. wir brauchen was zu essen irgendwie, ne? Ach ja, genau, jagen könnten wir mal. Essen ist so eine Maßnahme, aber Ja, ja komm, mit. holst du da noch ein bisschen Steine und Holz und sowas? Ja, kann ich Und machen. dann gehe ich ein bisschen auf Jagd. Ja, genau, machen wir das so. Ich hoffe, es ist besser wie gestern im Stream, weil da habe ich nichts gefunden. Nichts. Okay. Den Nichts anderen ist sind irgendwie lärmig. 10 Hirsche vors Gesicht gerannt und mir nicht, nur einer in einer halben Stunde oder so.
Ja, wie doof. Ja. So, ich werde noch ein bisschen Da ist einer. Steine kloppen, halt eben, so wie im Knast, ne? Es ist doch deine Lieblingsbeschäftigung, oder? Ja, Steine kloppen und ein bisschen Holz hacken. Machst du doch auch in Was? deine Freizeit. Ja, genau, das ist ja, wenn die Eisenkette so ein bisschen losgelassen wird, dann geht das. Mann, was habe ich das vermisst hier? Ja, 7 Days. Ja, habe ich echt vermisst. Habe ich echt vermisst. War jetzt eine ganze Weile nicht mehr, ne? Wir haben ja Nee. aufgehört, weil wir immer auf die Alpha 15 gewartet haben. Und dann war das ja nicht sicher, wann die rauskommt, weil dann nehmen wir auf und machen weiter bei unser Kramster da und dann ganz plötzlich ist sie da Ja, und und man. überschneidet sich das und alles und ach. Man ist ja auch nicht mehr so extrem motiviert gewesen, weil man wusste, sie kommt bald oder sie müsste bald kommen. Ja, eben. Jetzt noch mehr bauen und so. Eben, eben, eben. Eben. Hätte ich nicht So. zerlegen müssen, aber naja, ist geil. Ich habe dann auch ein Knochenmesser für dich. Okay. So, Schweinchen, komm her. Renn nicht weg. Mit der Steinaxt will die Sau jetzt erschlagen hier. Die kann man wenigstens hier zu Fuß jagen. Die ist nicht so schnell. Ach nee, geht. Nee, das geht. Also wenn du genug Ausdauer hast, geht das. Ja, die haben ja auch kurze Beine, von daher. Ja, über Nacht müssen wir halt dann die Forge an. Eigentlich könnte man die jetzt schon anmachen. Ja, vor allem müssen wir auch mal sehen, dass wir die Tür ein bisschen sichern. Kannst du mal. Ich habe oben Metall reingelegt. Ach, guck. Kannst du das schon mal einschmelzen? Und Ja. Clay brauchen wir auch. Mal mache ich noch eine Steinschaufel. Geht gleich los. Ich bin hier gleich durch mit dem Bäumchen hier. Dass wir ein bisschen Clay hier haben. Dass wir das alles einschmelzen, dass wir uns einen Kochtopf machen können oder so. Weil wir Ja. haben ja keinen gefunden. So, einmal zurück. Lala. Also ich habe jetzt 10 Fleisch, das müsste erstmal reichen. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ach, hier, warte mal. Weil 19 Uhr gleich, jetzt holen wir noch ein bisschen Clay hier. Eisen, 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 Kohle, Eisenbruchstücke. Genau. Warum habe ich denn meins auf Deutsch und du auf. Hier ist Geld. Altes Geld. Ja, ich weiß nicht. Es hatte Julchen letztes Mal auch im Stream, sie hat, wo die sie umgestellt hat auf die Experimental, war es auf einmal auf Deutsch, obwohl sie nichts eingestellt hatte. Okay. Und sie war da auch sehr verwirrt, weil, wie gesagt, manche Dinger sind da echt komisch. Muss man einfach Okay. so sagen. Ja. Komisch übersetzt. Was habe ich denn jetzt hier alles im Krams? Die Kohle brauchen wir nicht. Clay müssen wir haben für die Forge. War das Ja, nicht so? ich bin gerade am Glaze schaufeln. Ach so, siehst du. Wunderbar. So, pass mal auf. Warum ist jetzt? Da. So, und ein bisschen Holz da rein wäre auch nicht verkehrt. Machst du Logspikes oder wie heißen die? Moment, weiß nicht, wie die heißen bei dir. Wenn du Log eingibst, kommen da solche Spitzen aus Holz, diese größeren. Wood Logspike heißen die. Ja, aber dann muss ich mal aus der Schmiede wieder rausgehen hier. Weil Das die brennen halt um einiges länger wie normales Holz. mal versuchen wir es mal. Craften. Holzblock steht hier. Nee, das ist so eine Spitze, so eine große Spitze praktisch. Was ich Spitz. meine. Also so wie die kleinen Spikes, nur in groß. Also eine große Spitze praktisch. Spitzer Stamm steht hier. Ja, das könnte sein. Könnte sein, ne? Ja. Die halten länger als Stachelfallen. Okay, nehmen wir die Dinger. Wie viel soll ich denn machen davon? Nee, das ist einfach nur zum Verbrennen. Ach, zu verbrennen? Dafür ist es ja, weil die halten länger in der Forge oder im Campfire und so. Ach so. Darum geht's. Gut, Ja, dann stelle ich die mal her. Mal sehen. die kleinen Spikes, da werden wir viele brauchen. Dafür brauchen wir extrem viel Holz. Okay. Tada, Level 3. Holzstacheln. Spikes, ja. Das mein, Kohlenholzstück, ja. ja, das meine ich aber mit der komischen Übersetzung Ja, aber manchmal. das Englische funktioniert hier trotz alledem. Okay, ja. Biosprit können wir auch herstellen. Okay.
Ja gut, vielleicht kommen wir in dieser Staffel endlich mal in den Genuss, ein Minibike zu fahren. Das wäre natürlich, das wäre doch mal eine Nummer. Es wäre mal was Schönes, ne? Das wäre eine Nummer, ja. Jetzt haben wir unser Ziel für diese Staffel, ein Minibike. Genau. Pass mal auf, das Holz nämlich wieder raus und sagst diese Stacheln da rein. Ups. Also die großen, ne? Ja, klar. Gut, nicht die. Ja. So. Brennt das Teil jetzt? Kann man das sehen? Du musst ins Input reinmachen und dann müsste das verbrennen. Ich komme jetzt eh mal nach Hause. Ach, das muss ich da einstellen. Da Hab rein. auch noch ein Zack. bisschen Metall. Ein bisschen Holz kann man noch mitnehmen. Richtig, nun geht's los. Nice. Ein Ach, bisschen Clay klar. habe ich jetzt. Ich muss noch ein bisschen Holz und wie viele Steine habe ich denn? 115. Ja, reicht für ein paar. Weil mache ich dann Werkzeug und du Ja, können wir machen. Waffen? Ja, Oder können wir andersrum? machen. Mir ist es egal. Mir ist es auch vollkommen Wurst. Ja, war wie letztes Mal auch, ne? Ja, dann machst du nämlich über Nacht, dann hast du Holz da. Ich habe Holz, ja. Dann machst du über Nacht, tust du dann die Woodclubs hier craften. Müsste eigentlich dann zu Waffen zählen. Oder Bogen. Ich weiß nicht, was kosten Bögen? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf. 2 Stunden 30 Minuten Dauer. Was? Ach Was? Mann, ich bin ja infiziert. So eine Ach so. Wow. Ja, wir müssen nächsten Tag auf jeden Fall los und ein bisschen gucken, ob wir was für dich finden. Ja. Spätestens aber mit so einem Airdrop sollten wir Antibiotika finden. Ich hoffe mal. Also ich habe hier Vitamine gefunden. Die brauche ich bloß jetzt nicht nehmen. Das nützt mir nichts. Ja, sie bringen dir nichts jetzt gegen die Infektion, aber so Nee, das kannst du ist ja. trotzdem reinhauen. Gibt dir ein bisschen Wellness wenigstens. Ja gut. Ein wenig was hilft, also. Aber wenn ich jetzt doch also ne, sterbe, Ja, ist das ja dann. rausgeschmissen. Das ist ja das Ja, Dumme. wieso? Wenn du jetzt 101 hast, dann hast du 91 Leben später, statt 90. Okay, das ist auch Also wieder wahr. rausgeschmissen. Ach so, übrigens, wenn du stirbst, genau. Dann hast du nur noch 50% Essen und Trinken. Wenn du Ach. wieder lebst, ja. Auch das noch. Ja, also sie machen das ein bisschen knackiger hier. Okay. Na gut. So ein bisschen an die Realität gehalten, muss ich sagen. Naja. Naja, so ist es, ne? Pass mal auf, was wollte ich jetzt machen? Eine Tür. Wie sieht meine Tür aus? Oh, wir brauchen Anvil. Shit. Holzschreibtisch können wir auch bauen. No. So, wir müssen noch ein bisschen warten. Dann hau ich hier noch ein bisschen auf Holz rum oder auf Stein. Stein. Ich glaube, Steine. Ja, Holz haben wir 600. Dann machen wir lieber ein bisschen Stein. Eine Donnerbüchse können wir bauen. Können wir nicht bauen. Ach so, Geht jetzt noch ein bisschen. das ist die erste, ja. Ja, die, du weißt, ne? 0815 Ja, die Schrot. Blunderbuss heißt die, glaube ich, hier auf Englisch. Ja. Oh, warte mal, ich sollte mal vielleicht eine Tür bauen. Ich habe hier Oh, eine Arbeit. machst du, soll man eine Tür machen? Ja, komm, mach mal eine Tür. Wenn sie kommen, haben wir eh ein Problem, wahrscheinlich heute Nacht. Aber das erste Tag sollten wir hinkriegen. Erste Tür ist da. Nice. Sieht zwar nicht so prickelnd aus, aber naja, immerhin als besser als nichts. Kannst du ja noch ein bisschen verstärken. Kann man die? Mit Rechtsklick, wenn du noch Holz hast. Warte mal, da ist sie. Dann wird sie ein bisschen verstärkt. Ja, stimmt. Genau. Geht nochmal Verstrebung rein, siehst du gleich doppelt so Genau. rot. Und das ist ja nur der Anfang. Wir werden uns ja schon noch ein bisschen schützen hier. Das Feuer wärmt dich, ist das schön. Haben wir oben Lagerfeuer? Haben wir nicht, ne? Nee, noch nicht. Kannst du eins bauen? Ich mache dann gleich noch einen Kochtopf. Genau, dann mache ich hier oben ein Aber Lagerfeuer dafür brauche ich erst hier so einen Amboss in der Forge. Mache ich aber dann. So. Grundlagen, Lagerfeuer. Mach mal. Machen wir mal ein Lagerfeuer. Ja, und dann können wir auch ein Schon bisschen lange nicht mehr was zu gemacht. essen kochen dann. Genau. So, pass mal auf, dahin. So, ich mache jetzt so lange, bis die Axt kaputt ist und dann gehe ich auch rein. Es ist 9:30, ja. So langsam wird es hier auch ein bisschen ungemütlich hier draußen. Nee, so war das nicht, so war das. Außerdem habe ich Fleisch bei mir, ich Profi.
Ich müffel ein wenig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht. Antibiotika. Kann ich nicht machen. Nee, Kaffee. Wir brauchen Beaker für Antibiotika. Ja, das stimmt. Und ich leg das Fleisch jetzt erstmal. Messbecher. Schön, wenn das auf Deutsch steht hier. Ich komme nicht an den Kochtopf, an das Campfire. Jetzt aber, ich stand im Weg. Achso, du warst drin, okay. Ja, ich war drin. Ich dachte, es ging nicht. Das geht. Nee, warum hast du das jetzt angemacht? Brauchen wir doch noch gar nicht. Schön hell. Ja, warte mal. Zack. Du müsst auch noch eine Fackel haben, wo du irgendwo hinhängen kannst. Müsste ich, ach da, klar. Hier ist so eine Fackel, hallo, ja, stimmt. So, den. So, eine Fackel. Da ist sie. Zack, siehst du ein bisschen Licht. Das Feuer wärmt dich, ist das herrlich. So, was haben wir hier? So, das Fleisch ist noch in Gange. Dauert ein bisschen. Oh, das geht schon wieder los. Ja, jetzt ist 10 Uhr. Das heißt, jetzt können sie rennen. Und wir haben die Forge an. Aber naja, so ist es halt. Wir können die Forge auch nach oben legen, aber dafür braucht man natürlich eine Wrench. Man kann die jetzt abbauen. Ach, die kann man an. Super. Ich weiß gar nicht, war das vorher auch schon so, wenn du jetzt mal rausguckst, das ist alles so neblig ein bisschen. War das vorher auch schon so? Ich weiß nicht, ich komme sofort. Ich tue hier noch was zum Kochtopf und so anschmeißen. Das ist richtig so ein Wärmenebel, so ein bisschen. So ein Grundnebel. Sehr cool. Ja, auf was du jetzt auch aufpassen musst, du kannst jetzt durch Kälte und Hitze sterben. Auch das noch. Mhm. Auch das noch, das fehlt ja auch noch. Ist böse, aber ja. Ja gut, ich meine, ist ja, ne? Gehört ja dazu. Also genau. Wenn wir da durchs Winterbiom durchrennen ohne Klamotten, ich meine. Muss gar nicht sein. Wenn es jetzt regnet, dann wird es schon ziemlich kalt, ehrlich gesagt. Ach du Schande. Das ist nicht so ohne. Das war gestern, ja, im Stream. Da war es echt arschkalt, obwohl wir im grünen Biom waren. Und da hat es angefangen zu regnen. Bist du wieder da drin? Das Fleisch wird nicht. Nee, ich hab's ja auch noch nicht. Ich hab überhaupt noch keinen Kochtopf, wenn du mich reinlässt. Hast du einen Kochtopf gebaut, oder? Ja, Kochtopf und Grillrost. So, Moment. Eier haben wir auch noch. Dann können wir nämlich auch noch Bacon and Eggs machen. Alter, was ein Luxus. Ja, das siehst du mal. Und dann können wir den Rest grillen, fünfmal. Dann haben wir 5 Bacon and Eggs und 5 gegrilltes. Hast du Durst? Ich habe noch 6-mal Yucca-Chews. Super. Ich habe noch 2-mal Wasser, ganz normal. Na gut, dann ist okay. Das ist schon nicht schlecht. Einmal trübes Wasser, also ist nicht ganz so prickelnd. Ja, das kannst du ja kochen. Ich habe einen Messbecher hier. Ja, also ab ins Campfire damit rein. Warum habe ich denn einen? Wie kommt denn sowas? Hast du gefunden irgendwo? Nein, ich kann das da nicht. Wieso kann ich das nicht reinlegen? Du musst es wieder links. Du musst es im Inventar haben und dann links auswählen. Warte mal. Den Kochtopf, den Messbecher meinst du? Lass mal kurz die Aufträge durchlaufen und dann probierst du es. Das kann manchmal vorkommen. Ach, da, ja gut, ich meine, muss ich da warten halt. Ja. Nützt ja nichts. Ist denn schon was fertig? Oh. Hast du zufällig Blend Fibers? Jetzt kann ich gar nichts bauen nachts. Augenblick. Habe ich jetzt vergessen. Ich habe es vorhin noch gesagt, wir sollten da gucken. Ich muss noch Blendfire was sammeln. Und was war? Vergessen. Ich brauche. Ja, typisch, ne? Da sind wir halt eben. Wir sind echt super. Warum habe ich keine Steine mehr? Ach, das klingt echt so. Das klappt. Ja, hast du vielleicht in die Kiste gelegt? So, ich habe da mal Fasern reingepackt. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Ne? Warte mal, dann gebe ich dir. Brauchst du Steine?
Was wollte ich denn machen? Ja, natürlich, wenn ich ein bisschen. Ja, hier, ich mache dir mal die Hälfte von meinen rein. Und dann mache ich mal Steinäxte, ne? Nee, geht auch so. Ja, ich kann jetzt leider nicht so viel machen, weil ich, wie gesagt, die Blendfibers vergessen habe. Ich mache gerade Einmal Pfeile. Profis. Ja, nice. Genau, ich habe ein bisschen Röntgen in der Tasche, das kann ich auch mal hier reinschmeißen. So, Yuccafrucht habe ich noch. Das kann ich auch noch essen. Ja, kannst du essen. Cotton, wofür haben wir das noch eigentlich gebraucht? Weiß ich gar nicht. Stoff. Kannst du da machen, aber ja, für Splints zum Beispiel. Ach so, stimmt. Dum, dum, dum. Ach, da brauche ich mindestens 2 Stück von. Na gut. Und schon wieder sind 20 Minuten umzogen. Ich sehe schon, das geht wieder ratzi fatzi hier. So, das kommt weg, das kommt weg. Messbecher, den schmeiße ich mal damit rein. Peter, Peter, was haben wir noch? Kaffeebohnen. Flintenmunition, hallo. Ja, habe ich was Schießpulver. gefunden, aber die Flinte fehlt. So. Pass mal auf, ja, ich bin schon wieder fast durch hier. Was habe ich denn noch gebaut? Jetzt habe ich voll den Überblick verloren. Super. Den packe ich mir mal ein. Du wirst bestimmt einen guten Bogen haben, ne? Will ich dann haben, ja. Den willst du bestimmt haben. Ja, bis jetzt habe ich einen Ganz sicher. 85er. Was? Ja. Okay, dann willst du den nicht haben. Warum? Weil er keine 85 ist. Warum hast du denn 85er? Sag mir mal sowas. Ja, weil ich halt Pfeile geköftet habe, ganz viele. Wie viel hast du denn gemacht? Ich habe jetzt 125 in der Tasche. Okay, Und ich dann habe bist du schon einige besser. verschossen, also. Ja gut, den Steine habe ich jetzt nicht. Ja, Ach, du ich hast habe doch. dir reingelegt. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Da, genau. So. Hol ich mal raus, dann kann ich da nämlich Pfeile machen. So. Mach mal Pfeile. Ich mache hier ganz monoton meine Steinäxte, dass die ein bisschen besser werden. Dass wir dann später gutes Werkzeug machen können, weil mit so einem Lohn Level brauchst du keine Eisenwerkzeuge machen. Die gehen so schnell kaputt, es lohnt sich nicht. Und die sind ja auch extrem teuer. 20 Eisen kostet jetzt eine Axt oder so. Okay. Ach Deswegen. so, ich muss da erstmal warten. Na gut. Meine Güte. Gehen wir mal in die Hocke. Die Zeit ist auch schon wieder um. Ja, dann sag ich mal, oder wir sagen mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Bis dahin, ich sag ciao, ciao. Ciao.